Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Splinter Cell Blacklist und heute mal nur mit der russischen Botschaft. Und wie ihr schon seht, habe ich die bestanden, das kann ich euch auch beichten, wieso. Das ist mein zweiter Anlauf schon wieder und beim Schneiden habe ich dann bemerkt, oh, da fehlt ja die Mikrofontonspur. Und jetzt kann ich das alles nochmal machen, das passiert nur mir. Naja, wir starten direkt los. Tja, scheint, als würden meine Datenquellen langsam versiegen. Zu gefährlich für deine Freunde? Einer ihrer Informanten hängt gerade tot von der Brücke in Maracaibo. Also ja, wir haben noch einen toten Briefkasten in Kigali. Bei welcher Botschaft? Bei den Russen, und die wissen nichts davon. Wäre schwierig, aber lohnenswert. Woher weißt du das? Weil der in Maracaibo deswegen umgelegt wurde. Welle 6, ja, weil ich halt die ersten 5 Wellen ja schon gemacht habe, aber nee, wir fangen ja direkt von vorne an. Alleine. Solche Fehler passieren nur mir. Armbrust, Goblin, USG, Distanz. Ah, bleibt so. Kann ich euch auch gleichzeitig zeigen, was ich mir eigentlich gekauft habe von der Belohnung der Mission. Und zwar, wo ist denn das? AKS-74U. Die hatte ich mir aufgerüstet. Aber die nehme ich jetzt natürlich nicht, weil es unfair wäre. Und wir starten die letzte Botschaftsmission mal im Stealth-Look. Also go. Russische Botschaft, Kigali, Rwanda. Besorge schallichste Informationen, bla bla bla. Wo das Datenpaket und das Laptop war, zeige ich euch natürlich auch. Ich habe das Paket. Und du hast Gesellschaft. War ja klar. Hältst du durch, bis wir dich rausholen? Finden wir's aus. Meines Geschmacks nach die größte Botschaftsmap. Und hier kommen wir auch gleich zum Laptop, also wo das Laptop war. Es kommt gleich Besuch. Das war da. Auf dem Tisch. Und weil es regnet, können wir auch schön unsere Haftschocker benutzen. So. Und da war das Datenpaket. Hier drinne. Da war das Datenpaket. Oder eher der Stick. Okay, dann kümmern wir uns jetzt mal um 20 Gegner. Irgendwas gesehen? Gar nicht. Verdammt. Hier die zwei. Zack. Waren es noch 18. Verdammt. Normal sind es ja 10 Gegner. Aber anscheinend, weil ich es ja schon geschafft habe, startet er direkt mit 20. Na super. Könnt ihr euch mal auf mehr freuen. Trikopter kann man hier gut nutzen. Mimimi. Naja, die wissen ja nicht, wo ich bin. Die haben nur den Trikopter bemerkt.
So funktioniert das. So. Ey, was macht ihr denn da? Konzentrier dich, er muss hier irgendwo sein. Hä, warum höre ich einen Drohnen? Ich hab doch bei Welle 1 jetzt gestartet, oder nicht? Ne, der hat direkt... Möchte mich jetzt verarschen? Das kann lustig werden. Ach, Kacke. Ne, jetzt seh ich's ja. Hallo? Hallo? Welle 6. Ja, super. Der sollte doch bei Welle 1 wieder starten. Oder ist das verboten? Ja, super. Das kann was werden. Freunde, das kann lustig werden. Das kann lustig werden. Und das ist nur meine Schuld. War. Hinter mir sammeln! Wir gehen rein! Das kann lustig werden. Das sollte doch bei Welle 1 starten. Jawohl, schöner. Hätte ich mal doch das alte Gameplay aufgehoben und nur drüber gelabert, ey. Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Packen wir es an. So. 19. Das wird spaßig. Konnte ich doch auch hoch. Ist leer. Er wurde K.O. geschlagen. Wir müssen den finden, der das getan hat. Das muss es hier nicht. Jemand hat ihn umgehauen. 16. Ausschwärmen. Alles durchsuchen. Er ist ohnmächtig. Was wird Lust? Ein paar von uns hat erwischt. Ausschwärmen, alles durchsuchen.
Schütze! Mann ausgefallen! Kontakt! Verdammt. Ach, Kacke. Eine pakistanischen Botschaft, glaube ich, war das. Da hat es auch so lange gedauert, von Welle 6 bis 10. Bereit machen, da kommen sie. Was soll's? Ey! Achtung, seid vorsichtig, wir haben Gesellschaft. Aber wenn ich's richtig anstelle jetzt, dann klappt's auch so. So, die nächsten zwei. Die nächsten zwei. Ach Gott. Achtzehn. Kann ich da auf die Leiter? Ich finde das doch jetzt richtig kacke, ey. Es lief so gut, die erste Aufnahme. Sechzehn. Wow. Wir werden immer besser. Beginnt damit alle hohe Straße. 13. Hatte ich aber Schwein, dass ich jetzt noch markieren anhatte. Packen wir es an. Ich kann die Minen. Hier kann die Drohne mich eigentlich gar nicht sehen. Zehn. Er ist noch hier. Sucht weiter. Scheiße. Was gefunden? Thank you.
Wow. Da war noch der Kontaktschocker von vorhin. Jetzt sind es aber nur noch 10. Wow, 9. Wow, 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 wow. Mi. Was ist da los? Was ist da los? Mi. Fuck. Noch 8. Na, wird das mal eine Aufnahme nur von Welle 6 bis 10, auch wenn es jetzt Stunden dauert oder was weiß ich. Und rüber. Jetzt sind 7. Das ist der Drohnentyp. Drohne aktiv und im Suchmodus. So, nachladen. Wow. Mann. Pam, noch 4. Das hat ja schon mal der Yacht nicht geklappt mit dem Drohnenpiloten. Ist immer noch ein Drohnenpilot unterwegs. Da hinten ist die Drohne. Nein. So, wieder ein Tricopter. Angst, dass ich zu langsam bin, das Ding gleich explodiert. Hab die Drohne verloren.
sind auf der anderen Seite. Verdammt. Nicht zu hoch. Die sehen mich auch. Ich dachte, die Druiden verstehen sich untereinander. Sieh mal an, es sind nur diese zwei. So weiß ich ja, was auf mich zukommt. Sechs, Welle 6, ja! Zeit für eine kurze Verschnaufpause. Durchhalten, die bereiten gerade den nächsten Angriff vor. Es wird in 5 Sekunden zu Feindkontakt kommen.